So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder zu einem Trade-Up-Video. Und zwar versuche ich mich mal wieder an dem Star Trek-Aufwertungsvertrag zur Vulcan. Ich habe jetzt hier 10 mal die Cyrex gekauft. Die war gerade relativ günstig. Und da habe ich gesagt, okay, ich schlag mal zu. Und ich hoffe, dass ich dieses Mal nicht wieder die Desert Storm bekomme. Ich habe alle in Minimal Wear gekauft. Das heißt, wenn ich Minimal Wear AK Vulcan rausbekommen sollte, mache ich 60 Euro plus. Falls ich sogar Factory New rauskriegen sollte, wird es, glaube ich, noch mehr. Geht so an die 200 Euro. Falls ich die Desert Strike rauskriegen sollte, ja, dann habe ich Geld ordentlich verbrannt. Die ist, glaube ich, je nach Zustand 15 bis 30 Euro wert. So, wir wollen aber die Vulcan. Unser Herz wieder. Wir wollen es in FN natürlich, wenn es möglich ist. Krass wäre natürlich, wenn es in schlechteren Zustand rauskommt. Wir werden sehen. Beim letzten Mal habe ich Pech gehabt. Dann hoffe ich mal, dass ich dieses Mal Glück habe. Ja, es war auch jetzt eine Zeit lang keine Videos mehr. Ich muss sagen, ich war in letzter Zeit ein bisschen faul. Aber ich habe schon wieder Material gesammelt für ein Highlight-Video. Also Funny Moments eben. Und ich gucke, dass ich das dieses Wochenende noch hochlade. Und ja, ich drücke jetzt mal hier los und hoffe, dass wir mal hier jetzt ein bisschen Glück haben. Ich würde richtig kotzen, wenn es die Desert Strike wird. AK Vulcan Star Trek wäre mega geil. Factory New wäre absolut Hammer. Richtig geil. Aber so wie ich mein Glück kenne, wird es wieder die scheiß Desert Strike. Bitte einfach nicht die Desert Strike. Bitte nicht die Desert Strike. Es wird die scheiß Desert Strike. Ah! Und dann auch noch zum abgeranzten Zustand. Ich kotze ab. Ich kotze richtig ab, Mann. So eine Scheiße. Fabrik neu, aber sieht übelst schlecht aus. Das ist, glaube ich, 30 Euro. Also ich habe ungefähr 60 Euro gewastet. Jo, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Drückt mir doch einen Daumen hoch rein, ich würde mich freuen. Ja, hier hatte ich mal wieder Pech. Aber gut, trotzdem danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten Videos und bis zum nächsten Mal. Ciao.